Ja, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge und wir werden heute mal hier diesen unschönen Mech-Cluster wegmachen. Das wird ziemlich gefährlich, wir werden wahrscheinlich auch Hilfe brauchen in Form von irgendwelchen Leuten. Wir werden auch hier die Transportkapseln jetzt bauen und dann mal ein paar Sachen rüber schicken, um Freunde zu machen, die wir dann, naja, dafür missbrauchen können und ja. Wir haben ja auch viele Staubmäntel, das heißt, wir können da auf jeden Fall dann auch loslegen. Ich werde den Nähtisch einmal hier... Untergrund mit Gold, okay. Wir werden hier einmal den Nähtisch auch nach oben kloppen, damit wir da auch eine Verbesserung haben, was die Geschwindigkeit angeht. Weil eigentlich ist das ja kein elektrischer hier. So... Werden wir einfach mal kopieren hier. Das können wir dann später in den anderen einfügen. Hoffentlich. So, Murphy, hau mal rein hier. Hau mal rein. Ich weiß auch nicht, was Murphy da unten macht. Ich weiß auch nicht, ob ich das wissen will. Na, egal. Ach so, der holt Holz, okay. Ja, cool, der hat alles übernommen, seht ihr das? Ja, nice, brauche ich gar nicht kopieren. Also wenn man es einfach drauflegt, ersetzt er das und dann werden alle Aufgaben übernommen. Das ist ja richtig cool. Ja, und der macht auch weiter mit den Sachen. Das ist ja nice, das ist ja cool. Ist das ein Mod oder... Ich weiß es nicht, ihr könnt das mal in die Kommentare schreiben, ich weiß es gerade nicht. Das ist ja richtig, richtig nice. Wir können mal Waffen einschmelzen, eigentlich machen. Aber ich habe da eine Idee, wie wir das machen können. Und zwar, für immer, alle Waffen, aber mit einer gewissen Qualität. Übel bis schlecht erstmal nur. Aber, ja, die, ja, genau das dachte ich mir, die werden die dann nämlich einlagern, das will ich eigentlich nicht. Da werden wir nämlich dann hier auch wieder, also übel bis schlecht wird nicht eingelagert. Normal bis legendär. So, der Rest wird einfach rausgehauen. Ne, dementsprechend können wir hier die schlechten Sachen alle draußen liegen haben. Aber jetzt zum Beispiel den können wir dann auch einschmelzen. Ah ne, das funktioniert nicht so ganz, wie ich das haben möchte, leider. Vielleicht können wir auch Messer und diese ganzen alten Sachen rausnehmen. Ich werde das jetzt mal eben einstellen, dass die alle draußen bleiben, die schlechten Sachen. Dass die nicht reingenommen werden. So, wir schauen mal eben, ob sich das Einschmelzen hier lohnt. Also er hat jetzt 13 Stahl bekommen von einer Waffe, die er eingeschmolzen hat. Also lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Also auf Dauer, wenn man das auf die Menge sieht, lohnt sich schon. Ich habe jetzt so die Einstellung gemacht, dass hier gewisse Waffen einfach nicht eingelagert werden. Und dass hier alle bis zu einer gewissen Qualität verwendet werden. Allerdings, dass keine verwendet werden, die ich haben möchte. MP zum Beispiel, Repetiergewehr und so weiter, können die alles verwenden. Aber dass gewisse Sachen nicht verwendet werden. Das finde ich einfach so ganz gut. So, können die nämlich alles eingeschmolzen werden, weil das ist alles, ne? Können wir verwenden. Alles können wir hier schön verwenden. Für Stahl. Man muss ja wirklich nutzen, was man hat, ne? Das ist, finde ich, auch sinnvoll. Habe ich jetzt lange Zeit nicht gemacht. Ja, ich hatte da oben, ja, den schlechten Staubmantel einfach. Mechanoiden wurden gebaut um ihren Cluster, ja. Kann ich natürlich jetzt nicht verhindern. Ich glaube, die haben eine Raupe gebaut. Also einen Mechanoiden werden sie noch herstellen.
Raupe wird gebaut. Nicht cool. Das wird uns auch alles abverlangen hier. Wir haben keine Möglichkeit hier. Wir müssen das jetzt machen. Wir müssen alle Teile da reinstopfen. In der Hoffnung, dass wir uns Freunde machen. Ja, wir können auch mal Gold reinstecken. Wir müssen eben alles machen, was geht. Hoffen wir es einfach, dass es funktioniert. Weil wenn die angreifen und hier ein bisschen was kaputt machen, das wäre schon hilfreich. Dann können wir von hinten kommen, während die alle abgelenkt sind. Und dann mal gucken. Anders werden wir es nicht machen können. Also ich denke, dass wir anders wirklich nicht, wir das anders nicht überhaupt nicht schaffen. So, hier haben wir 136. Vielleicht kann ich das rausnehmen, so. Immer noch 95. Also wir werden auf jeden Fall jetzt einen Verbündeten bekommen. Ja, das ist auch sinnvoll, so mit der Menge. Und verbündet. So. Jetzt können wir schon mal den ersten Schritt machen. Und wir müssen auch noch was anderes machen. Und zwar werde ich das gleich tun. Aber jetzt wird der Angriff erfolgen. Wir müssen jetzt hier anfangen. Mal kurz überlegen, habe ich dann noch irgendwas, was ich tun muss? So, ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht, was wir jetzt tun werden. Wir werden erstmal hier ein bisschen Gold reinstecken. So. Ich weiß nicht, wie viel wir da reinpacken können. So 100 erstmal nur. 100 und den. So. Und damit werden wir uns jetzt Freunde machen. Und diese Freunde werden wir dann gleich auch in den Tod schicken. Wir werden erstmal die hier in den Tod schicken. So. Von unten angreifen. Sehr gut. Weil wir müssen das Ding hier nämlich auch wegbekommen da. Und wir haben schon die ersten Erfolge. Das ist sehr gut. Der erste Angriff geht ordentlich durch. Besser als erwartet. Erstaunlicherweise. Die Raupi hat auch ordentlich was abgekriegt schon. Ich bin erstaunt. Also hier ist auf jeden Fall Krieg. Hier ist gerade richtig Krieg. So, und da haben wir auf jeden Fall ganz schön Schaden angerichtet. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, warum da jetzt die angebunden werden. Hier ist doch alles intakt. Okay, egal. So, wir brauchen jetzt nochmal Freunde, damit wir noch einen zweiten Angriff haben können. So, zweiter Angriff ist dann auch bald drin. So, die fliehen, haben allerdings gut Schaden angerichtet. Vielleicht sogar genug Schaden. Ja, die greifen an. Ihr seht, ne, der läuft jetzt schon. Das heißt, wir haben hier einen Angriff von den Mechanoiden. Die werden jetzt angreifen. Das große Problem ist jetzt, wir müssen mal kurz schauen, wie das mit der Bewegung läuft. Und der lebt noch, das ist nicht so toll. Wenn der noch lebt, dann können wir keine neuen Leute, glaube ich, holen. Das geht nicht. Wir werden gleich mit dem Bodenschildpack arbeiten, aber wenn wir hier um die Ecke lauern, hat das einen ganz großen Vorteil. Diesen großen Vorteil werde ich euch natürlich gleich erläutern. Das war ein bisschen zu früh. Und der große Vorteil ist dahin. Wobei, 24 Sekunden, mein Gott. Und da ist er weg. Unser Vorteil. Wobei, der Vorteil ist noch da, aber wir haben jetzt natürlich ein bisschen weniger Möglichkeiten. Weil eigentlich wollte ich das aufbewahren. Wir werden das auf jeden Fall so machen, dass wir hier einen der Raupen, die Raupen sind auch stark angeschlagen, wie ihr seht. Die bewegen sich nicht mehr ganz so geil.
Weil die sind eh schon langsam. Aber hier, die Raupe hat ordentlich was abgekriegt. Die bewegt sich kaum noch. Was natürlich sehr gut ist. So. Da kommt die erste Raupe. Hallo. Dankeschön. Kriegt er auch überhaupt nicht hin, ne? So. Hallo GF Master, schön, dass du dich auch zu uns gesellst. Hab wohl vergessen, den zu holen. Jetzt brauchen wir den eigentlich auch nicht mehr. Wobei, kommt da noch eine Wand? Nee, kommt sie nicht. Wir haben den hier. Den werden wir jetzt auch eben verwenden. Weil der Blaster hier ist sehr, genau, sehr gefährlich. Ich glaub's kaum, wir haben es, glaube ich, geschafft, Leute. Scheiße, war das heftig. Also wenn da jetzt noch einer stirbt, dann wundert es mich nicht. Das war krass. Das war crazy. Aber wir dürfen jetzt nicht aufhören. Also auch wenn Dafu keinen Bock mehr hat und ich kann es wirklich verstehen, ja. Auch wenn ich am liebsten gerade die Ideologie hätte, dass sie einen Ständer kriegen, wenn sie verletzt sind. Weil das würde gerade echt die Leute echt happy machen. Wir brauchen mal eben kurz hier ein bisschen... So, wieder alles voll machen. Ja, Dafu ist gut verletzt hier. Die F-Master hat richtig was abgekriegt. Ihm geht's aber sobald wieder gut. Was? Acht? Das ist ein Mini-Kugelwerfer. Ne, dann gehen wir eben zurück. Wobei, eine Raupe wird gebaut. Nee, da kann ich doch nicht. Da kann ich jetzt doch nicht einfach aufhören. Schneller Lerner, schneller Läufer, freundlich. Ich würde ihn gerne behalten, aber die würden das, glaube ich, nicht so geil finden. Aber ich rette ihn trotzdem. Einfach, weil ich es kann.
Heilige Mutter. Wir haben hier vorne noch eine Raupe, die keine Waffe hat. Hä? Wie? Und da ist noch, doch, da ist noch eine Raupe. Ich weiß nicht, was die da unten tun. Ja, moderates, übersinnliches Brummen. Hier wird gerade alles richtig heavy. Aber jetzt gleich wird da vorne der Kampf hoffentlich von denen ausgetragen. Komm, ihr faulen Schweine. Könnt ihr wenigstens ein bisschen was tun, um... Nee, ne? Nee. Ich weiß auch nicht, warum die da nicht wieder reingeholt werden. Ach, wegen dem Ding da. So. Wahrscheinlich deswegen. Komm, kümmert euch mal. Da muss mal bearbeitet werden. Jetzt Wundinfektionen hier. Verwirrung. Wundinfektionen. Es werden die Leute nicht behandelt. Sag mal. Das kann doch nie angehen. Da. Hier hat keiner eine Wundinfektion, das ist gut. Der Maker, der wird wahrscheinlich sterben. Ja, der kommt nicht durch. Der hat so viele Wundinfektionen, wir haben keine Zeit, ihn zu behandeln gerade. Holy cow. Alter Schwede, die Folge ist heftig. Und dann vor allem, warum hier unten angeleint? Ich verstehe das nicht. Ja, kein umschlossenes Gehege. Wahrscheinlich deswegen. Aber wir hatten doch eben einen So, Henry Schwind hat jetzt auch einen. Das ist toll. Ja, wurde aber gut behandelt. Nein, hallo, hallo, könntest du eventuell, ich meine, wenigstens hat er ein Schild, aber, das triggert mich gerade alles so hart hier gerade, vor allem das Spiel, man hat halt an dem Kolonisten hier gesehen, dass das Spiel, das ist kein Zufall. Diese Karte ist fucking riesig. Es ist eine große Karte. Wie groß ist die Chance, dass hier ein Cluster entsteht und genau mitten im Cluster, genau in der Zone, wo es ausgelöst wird, ein Typ reinfällt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Hä? Nicht sonderlich hoch. Also teilweise versucht das Spiel, dich einfach zu triggern. Und dich fertig zu machen. Das ist einfach Fakt. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Dass der Dafu jetzt da drüben einfach übergeschnappt rumchillt, das pisst mich auch so ein bisschen an. Aber da können wir gerade nichts anderes tun, außer abwarten. Sein Schild wird es wahrscheinlich aushalten, aber... Naja, trotzdem, ne? Ja, wie wird es weitergehen? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Meine Nerven brauchen jetzt erstmal einen Kaffee.